Also wir kommen wieder zu Standort Berlin und die Olympiade in Rio ist vorbei, aber wir denken immer noch ganz gerne an eine Olympiade zurück, die jetzt 80 Jahre her ist, nämlich die Olympiade 1936 in Berlin. Und darüber hat Oliver Hilmes, ein Berliner Autor, ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Das Buch hat er mitgebracht, Berlin 1936, heißt es kurz und knapp und es ist doch recht voluminös. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen? Was kann man denn darüber überhaupt noch schreiben nach 80 Jahren? Also ich bin von Haus aus Historiker und da ist natürlich, sind diese Olympischen Spiele von Berlin natürlich ein Mythos, fast schon so ein ikonenhaftes Ereignis gewesen. Und ich wollte über diese Spiele schreiben, weil mich das Thema schon immer fasziniert hat, aber ich wollte kein Sportbuch schreiben. Und wie macht man das? Also über ein Sportereignis? Wie macht man das? Das genau ist meine Frage. Genau. Und habe ich mich, als ich ihren Text bekam, ursprünglich, habe ich gedacht, was kann man denn darüber noch schreiben? Ja, aber genau das eben, man muss eben das schreiben, was andere nicht geschrieben haben. Das heißt, ich habe mich eben, natürlich kommen die ganzen sportlichen Ereignisse, die wichtigen sportlichen Ereignisse kommen vor. Also Jesse Owens spielt in dem Buch natürlich eine Rolle. Aber ich habe mich jetzt nicht darauf beschränkt, irgendwelche Tabellen, irgendwelche Zeiten oder Weiten durchzudeklinieren, weil das wäre wirklich langweilig. Das ist kein Sportbuch, das ist eigentlich vielmehr ein Berlin-Buch. Und ich wollte eben erzählen, wie eben wie Berlin in den 16 Tagen im August 1936 war. Wie war es denn? Das heißt, ich wollte sozusagen das Making-of erzählen, wie man so im Englischen sagt. Ich wollte erzählen, wie die Nazis diese Olympischen Spiele missbraucht haben zu einer großen Propagandashow. Und wollte also hinter den Vorhang schauen und sozusagen die Mechanismen offenlegen. Wir machen den Vorhang jetzt auf. Genau. Ja, und jetzt schauen wir dahinter. Ja, ja. In diesem Buch. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, dann müssen Sie das Buch unbedingt kaufen. So, das war der Werbeblock. Mehr Werbung gibt es jetzt nicht. Okay. Also, wir haben den Vorhang aufgezogen. Ja. Was haben Sie entdeckt? Ja, also die Olympischen Spiele haben 16 Tage gedauert. Und ich habe jedem Tag ein Kapitel gewidmet. Und die Kapitel heißen auch so, wie die Tage. Also 1., 2., 3. bis zum 16. August. Es gibt ein 17. Kapitel, da erzähle ich, was wurde aus. Wo ich also die ganzen verschiedenen Protagonisten, die in dem Buch vorgekommen sind, nochmal Revue passieren lasse und erzähle, was die nach den Olympischen Spielen gemacht haben. Und ich wollte diese Geschichte erzählen aus möglichst vielen Perspektiven, also multiperspektivisch, wie man so schön sagt. Es gibt natürlich die Perspektive der Sportler. Breitband. Genau. Es gibt die Perspektive der Sportler, es gibt die Perspektive der Organisatoren, es gibt natürlich die Perspektive der furchtbaren Nazis. Aber dann war es mir auch ganz wichtig, Leuten eine Stimme zu geben, die heute gar keiner kennt. Leute sprichwörtlich von der Straße. Und die habe ich auch von der Straße geholt, im übertragenen Sinne. Das heißt, Passanten, ich habe eine junge Selbstmörderin, die mit dem Leben ganz unglücklich war. Wir haben eine Transvestitin, kommt in dem Buch vor. Wir haben Restaurantbesitzer, Clubbesitzer, Barbetreiber. Alle möglichen Leute, die gar keine Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen haben, aber die irgendwie auf eine ganz bestimmte Weise diese Olympischen Spiele natürlich auch erlebt haben. Und so entsteht so ein Kaleidoskop aus ganz, ganz vielen verschiedenen, sich häufig auch widersprechenden Eindrücken. Aber wenn man das zusammensetzt, bekommt man eigentlich einen ziemlich schillernden Einblick von diesen 16 Tagen im August 36. Das heißt, war denn am ersten Tag? Erster Tag war Eröffnung durch den Reichskanzler Hitler. Genau. Ja, was beschreiben Sie da? Wie er kommt, was er, oder wie ist die Stimmung in der Stadt? Wie fängt das Buch an? Das Buch beginnt im Hotel Adlon. Weil nämlich im Hotel Adlon, das hat damals auch schon zu den 3, 4, 5 besten Hotels in der Stadt gehörte, und im Hotel Adlon residierte das IOC. Und das Internationale Olympische Komitee und dessen Präsident Henri de Baillet-Latour, das war ein Belgier. Dieser Belgier residierte natürlich in einer fürstlichen Suite im Adlon mit Blick auf den Pariser Platz. Und das Buch beginnt damit, wie Monsieur de Baillet-Latour sich anzieht, wie er sich also in seinen Cut zwängt und wie er seine Amtskette anlegt und wie er sich auf den Tag vorbereitet. Das ist der erste Eindruck im Grunde. Das Buch ist komplett im Präsens geschrieben. Weil ich die Leserinnen und Leser ganz tief in das Geschehen reinziehen wollte. Ich wollte also wirklich den Effekt erreichen, dass man sich also während der Lektüre denken kann, ich stehe gerade daneben oder ich bin dabei, ja, um diese Tage wirklich intensiv erlebbar zu machen. Der geht jetzt, ist fertig, geht zum Frühstück, trinkt wahrscheinlich schon ein Gläschen Shampoos. Und draußen steht der Horch oder früher das Luxusauto oder Mercedes und wartet darauf, nun ins Olympiastadion kutschiert zu werden. Ja.
Und dann sitzt er da. Das ist der erste Clip sozusagen. Ja. Ja, das Buch ist in viel, oder die einzelnen Kapitel sind in viele Clips unterteilt. Und der zweite Clip beginnt natürlich dann damit, was natürlich die Nazis gemacht haben. Also auch Hitler hat sich natürlich auf den Tag vorbereitet, auch andere, aber auch die Sportler natürlich haben sich vorbereitet. Wo war denn der am Morgen? Der wohnte doch in Berlin in der Wilhelmstraße. Ja. Und wissen Sie, haben Sie überhaupt einen Einblick, wie so sein Privatleben war in dieser Zeit? Dass Sie das beschreiben können? So genau kann ich das nicht sagen, weil es gibt da keine Unterlagen, die überliefert werden oder so. Es gibt also keinen Kalender. Das weiß man gar nicht. Ne? Und bekanntlich gibt es ja auch keine Hitler-Tagebücher, wie wir wissen. Ja, ich meine, die anderen, die waren nicht so ganz echt. Genau, ja. Aber das heißt, so genau wissen wir das nicht. Ja? Aber wir wissen natürlich aus verschiedenen Dokumenten, die überliefert sind, die ich auch im Bundesarchiv auswerten konnte, was er zum Beispiel an diesem ersten Tag, welche Amtspflichten oder welche Pflichten er hatte, ja, welche Termine er hatte. Ganz interessant, was hat er gemacht? Naja, er hat natürlich die Honoratoren empfangen, es gab also ein gemeinsames Mittagessen in der Reichskanzlei und es gab also einen Minutenplan. Und dieser Minutenplan, so ist das natürlich heute mit Spitzenpolitikern natürlich auch, da gibt es Minutenpläne, wenn die eben große Termine haben. Und in diesem Minutenplan ist also auch aufgelistet, wann er die Reichskanzlei verlassen hat, wann er in das Auto gestiegen ist, wann er losgefahren ist und so weiter. Und das so kann man sich also von seinen offiziellen Terminen einen ganz guten Eindruck verschaffen. Wann der jetzt morgens aufgestanden ist, das weiß ich natürlich nicht. Weiß man nicht. Und hat denn das Buch beschäftigt sich ja hauptsächlich damit, was da passiert ist. Ja. An diesen Tagen, an diesen 16 Tagen. Ja, wie war denn die Stimmung bei den Berlinern? Waren die begeistert von der Olympiade oder haben die gedacht, das ist eine super Show dieser Nazis da? Ja, also das gibt natürlich wie immer verschiedene Wahrnehmungen. Ja. Also es gab natürlich sicher, also erstmal die Stadt war aus dem Häuschen. Die Stadt war bunt geschmückt, man sah überall Fahnen und Flaggen, natürlich die unvermeidliche Hakenkreuzfahne. Dann natürlich aber auch die olympische Flagge. Man sah aber auch die Fahnen und Flaggen der teilnehmenden Nationen. Das heißt, man darf sich zum Beispiel die Straße unter den Linden als ziemlich bunte Angelegenheit vorstellen. Und dann sind natürlich sehr viele Touristen in die Stadt gereist und eben auch Touristen, die von weit her kamen, die teilweise dann eben auch in ihrer, sage ich mal, landestypischen Kleidung kamen. Man sah zum Beispiel Asiaten in asiatischer Kleidung, in Kimonos und so weiter. Ja. Und all das war natürlich damals, für uns ist es heute ja nichts Besonderes, wenn man kurios oder außergewöhnlich gekleidete Menschen auf der Straße sieht. Damals war das natürlich was Besonderes. Ja. Und so muss man sich also die Atmosphäre auf den Straßen eben auch vergleichsweise trubelig vorstellen. Und dann war natürlich Berlin völlig aus dem Häuschen, das war ein großes Ereignis. Und es gab sicherlich viele, viele Berliner, die mitgefiebert haben, für die das eine große Sache war, die vielleicht auch Karten für die Wettkampfstätten hatten. Aber wie immer ist es natürlich auch, dass es vielen anderen Menschen natürlich auch vergleichsweise gleichgültig ist. Die gab's natürlich auch. Aber nach außen war die Begeisterung echt. Ja, natürlich. Nicht, dass man sagen könnte, also das ist nur eine Show der Nazis. Da war schon die Begeisterung in den Straßen der Berliner, die war schon da. Naja, es gab natürlich dennoch verschiedene Inszenierungen. Es wurde ja diese Via Triumphalis wurde inszeniert, das heißt also vom Lustgarten im Osten der Stadt bis zum Olympiastadion im Westen der Stadt wurde also eine Via Triumphalis irgendwie aufgesetzt. Das heißt, das war also der Weg, den also der Hitler und sein Gefolge also jeden Tag fuhren. Ja? Und da standen natürlich Tausende, Zehntausende Polizisten und SA-Männer am Rand und haben das flankiert. Ja. Man hat natürlich auch schon gewusst, bestimmte Effekte herzustellen, aber zum Beispiel die Begeisterung, die im Olympiastadion bei den 4 Wettkampfsiegen von Jesse Owens zum Beispiel herrschte, die war echt und die war ungespielt und die war natürlich auch nicht befohlen. Und das war also wirklich das tiefe Empfinden der Berlinerinnen und Berliner, die große Freude über die Gewinne von Jesse Owens. Ja. Sie haben eben gesagt, Hitler fuhr jeden Tag, ist er jeden Tag ins Stadion gefahren? Hat er jeden Tag an den Spielen zugeguckt? Er ist jeden Tag zu den verschiedenen Wettkampfstätten. Er war ja auch mal im Schwimmstadion, er war auch mal in Grünau draußen, wo die Ruderwettbewerbe stattfanden. Er ist auch einmal nach Kiel gefahren, wo ja auch Wettkämpfe stattfanden. Also er hat schon begriffen, das ist die Show für ihn. Ja, natürlich.
Natürlich, das hat er gemacht und das Kuriose war, er hatte ja überhaupt keine Aufgabe. Er hatte also nur am ersten Wettkampftag oder am Tag der Eröffnung hat er die Spiele eröffnet mit diesen wenigen Worten, die man ja auch heute... Ja, die ja immer gleich geblieben genau, sind. Ja. Also mit diesen hat er die Spiele eröffnet und danach hat er in der Öffentlichkeit kein Wort mehr gesprochen. Er war einfach nur anwesend, aber diese Anwesenheit haben die Nazis natürlich auch zu einem Ereignis stilisiert. Ja. Das heißt, Hitler war, obwohl er nicht mehr gesprochen hat in den folgenden 15 Tagen, war er dennoch natürlich die ganz zentrale Figur im Olympiastadion. Das heißt, wenn Hitler zum Beispiel das Stadion betrat oder eine der Wettkampfstätten betrat, wurde die sogenannte Führerstandarte gehisst, das war so eine Fahnenflagge, ja. Und es gab dann also auch Lautsprecherdurchsagen, die denn zum Beispiel lauteten, der Führer und Reichskanzler betritt das Stadion. Das heißt, man konnte sich dem Erscheinen Hitlers überhaupt nicht entziehen. Das wurde also wirklich zu einer Erscheinung, zu einem Auftritt stilisiert. Spannende Geschichten. 80 Jahre ist das her. Olympiade in Berlin, 16 Tage. Oliver Hilmes hat darüber ein Buch geschrieben und ich finde es so spannend und eigentlich schade, dass wir jetzt eine Werbepause machen müssen, aber wir sind Privatsender, müssen jetzt ein bisschen Geld verdienen, bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da und dann erzählen wir weiter von diesen 16 Tagen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Bis gleich.